So, Freunde, jetzt gibt First Aid. Also, ich werde jetzt spielen, bis der Arzt kommt. Und ich bin der Arzt. Ah ja, ich habe gerade schon das Medkit getestet. Ah ja, es rennt absolut erstmal schon mal jeder damit rum. Also irgendwie ein anderes heilen wird dann schon mal schwierig. Aber wer es nicht hat, der wird jetzt hier geheilt. Also lass mich durch, ich bin Arzt. Herrliche Sache. Ah ja, mal gucken. So. Ich habe mir natürlich gegönnt. Ich spiele natürlich mit meiner besten Waffe. Wenn dann schon mal, ne? Und wehe, wir verlieren, dann wird es wieder peinlich. Oh, war schon die beste Waffe in der Hand hat. So, meine kleine Verbandskiste ausgepackt. So, die eigenen Leute bitte denn nicht überfahren. Dam 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 dam. Dalalam, daram, dam, dam. Mein Stück Seife. So. Sanitäter voraus. Ich bin der General als Sanitäter und alles drum und dran. Der Paratrooper landet im Haus. Njau. So, der Vorteil ist, man kann sich ja jetzt im Gebäude heilen. Links von mir läuft noch eine. Wer ist jetzt schneller? DB28 aufgenommen. Wir sind natürlich schneller. Musin hinter mir. Das ist jetzt ungünstig. Lass mich raten. Ich wette, ich krieg einen Kopfschuss, dass ich mich nicht heilen kann. Hallo. Den hätte ich jetzt aber schwören können. Den habe ich ja vorher getroffen. So. Da brauche ich mich nicht heilen. Niemand entrinnt dem Tod. Die Legendary MP40 trifft immer. Stehen bleiben, ich bin Arzt. Aber ich bin doch Arzt. Gesnipert, ey. Aua! Unverschämte. Hey! Ich wird überall jetzt gesnipert, Junge! Hey! Vergiss es. Oh, fuck. Natürlich! Was war's? Kopfschuss! Was war's wieder? Es war wieder herrlich! Wenn wir etwas treffen, dann den Kopf! Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Wir verlagern die Macht. Die Macht wird hier bei uns sein. So. Wenn ich jetzt auch nochmal dazu komme, mein Medkit zu benutzen, dann wäre das ganz toll! Aber wir hätten jetzt auch auf O1 pushen können, aber. Ja, ich will jetzt hier nochmal angeschossen werden heute. So. Ach, ich liebe diesen Trick. Ach, das ist der Sniper in der Ecke. PTRD-Schütze. Legendary MP40. Die sind alle wieder um. Medkit! Ich bin Arzt! Bomben, alle meine Deckung!
Ach ja, aber wieder zu viel. Greifen wir wieder die an. Ja, wir kommen wieder bei E. Zack. Seitenwechsel. Eingewechselt wird linke Seite auf E2, hier Roland. Ei, ei, ei. Hey! Dieses Gesniper ist ja eine Frechheit. Und Rückzug. Heilung. Es sind eigentlich genug Medkits da, man braucht es eigentlich nicht. Nein, 2 gegen 1, 2 gegen 1. Einer hinter mir. Gehen Sie mal kurz die PPSA her. Einer hinter mir. Oder ist er oben? Ist der Drecksack. Haben wir. Medkit. Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Oh, sieht ein bisschen rum, als wenn er sich an den Penis rumfummelt, aber ist okay. Wir kurz hier die Stellung. Natürlich. Ist noch einer mehr? Schießt Sniper doch noch irgendwo her. Und wenn das so ist, ich hab da dann ein Stück Seife ausgepackt. Ich bin Arzt. Geheiligt werde dein Name. Zack. Immer gut gegen Scharfschützen. Mein Wagen steht noch. Na, überlebe ich's? Man weiß es nicht. Oben links im Wald, da sitzt doch einer und snipert. Natürlich, erstmal die Mosin aufgenommen, das ist ganz wichtig bei dem Spiel. Oh, ich trinke öfter beim Fahren. Oft und viel. So, wird Zeit mal O1 anzugreifen. Grüß dich! Hätten wir auch begrüßen können, ne? Das ist. Dum, 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 da, 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 da. Guten Tag! So, wir fahren mal direkt durch bis in die Garage, ne? Drei gegen drei. Suchen. Ah, und wieder gecampt. Der war AFK, glaube ich. Ja, der Flak stehen mitten im Punkt, Junge. Kommen Sie hierher, kommen Sie hierher. Hier. Kann dich heilen. Der hat ein Weihnachtsabzeichen auf seinem Gürtel. Drei gegen vier. Ja, nicht zu nah beieinander stehen.
Du glaubst, ich sehe dich nicht. Hier wieder Verstecke gespielt. Ich habe auch keine Medkits mehr. Das ist aber ärgerlich. Ist schon wieder ein Pilot. Wie viele Piloten haben wir denn? Wow. Ja, ich hab ihn noch! Nimm die AVS auf, jawohl! Kommt der doch noch hinterher, der Lümmel. Bösewicht. Ein spannender Kampf um den letzten Punkt. Aber wo wollen wir denn hin? Nee, mein Freund. Niemand entrinnt dem Tod. Hingelaufen? Und? Richtig, die Sniper aufgenommen. Wollen Sie noch mit? Ah, wir gehen jetzt also mit dem... Der Volkssturm ist jetzt wieder mit der Sniper bewaffnet. Jawohl. Was sind unsere Experten? Wir brauchen die Sniper, Junge. Schräg über die Ecke. Schießen Sie, schießen Sie, schießen Sie. Da ist hier wieder die Legendary MP40. Grüß dich. Oh, jetzt muss ich aber los. Ich habe noch ganz wichtigen Termin. Da ist er wieder. Schönen guten Tag. Hier kommt der Hero. Guck mal, der Mann, der an der Flak steht, Junge. Den interessiert das hier alles nicht. Der wird über einen Haufen genatzt, der lässt sich daran nicht stören. Oh, da wird wieder mit T20 gekämpft, Junge, bis der Arzt kommt. Die Verstärkung kommt. Wie sieht's aus? Da kommt der Jeep an. Gut, reicht aus. Lange genug verwundet, aber der ist auch gefahren wie ein Henker, ne? Also, hier, Verteidigung aus Leidenschaft. Vergiss es, auf der Distanz mit dieser Waffe keine Chance. 5 Schuss, ganz sicherer Tod. Ach ja, ich bin ja noch Führer des Drops hier. Oh. Keine Munition mehr. Wie ungünstig. Wo gibt's denn hier die Munibox? Nirgendwo. Das ist schlecht. Doch da. Da ist doch die Munibox. Lass mich durch. Ich brauch Muni. Jetzt habe ich keinen Verstellschlüssel mehr bei. Das ist ärgerlich. Also wer das Medkit mit hat, ne, der braucht auf jeden Fall keinen First Aid mehr am Wagen, der kann sich Munition mit einpacken, ne? Wackel, dackel, wackel, dackel, wackel, dackel, schneller geht's nicht. Was hier? T20 for the win? Sind wir mal Arschloch. Ach komm. Aua! Ich bin Arzt! Ich hab Zeit. Wer schießt denn hier? Frechheit. Die DB40 kann ich gewinnen. Ganz cool bleiben. Jeder bleibt in seinem Versteck. Alles in Ordnung. Sehr gut.
Den hat's erwischt. Klapp, klapp. Und das war's. Irgendwo aus dem Fenster abgeschossen. Die Russen verteidigen tapfer. Das muss man ihnen jetzt schon mal lassen. 28-4. Wer ist der beste Mann auf dem Feld? Ah, reden wir nicht drüber. Er hat ja auch Medkits mit dabei. Ja, das stimmt. Geht sie aus dem Weg? Na los, nur aber schnell. Guck mal, der Kollege nimmt das Fahrrad. Den interessiert das ja alles nicht. Ah! Mit vier Mann, Junge, und zwei nimmt er noch mit. Ja, Pistole, Junge. Jetzt haben sie sich aber gut eingegraben da hinten. Eieieiei. Da müssen wir doch mal, ne? Sei nicht dumm, fahr außen rum. Und wehe, der Sniper sitzt hier schon wieder hinterm Spawn. Dann gibt's aber Ärger. Sie wollen mitfahren? Na dann mal los. Hier wird schon wieder schwer geschissen, geschossen. Bautz, Roadkill. Knall ihn doch ab. Danke. Nehmen wir die DP-40 mit. Steigen Sie ein. Wir fahren weiter. Feigling! Jetzt nicht den Wagen kämpfen. Nein! Guck mal, hier ist wieder T20-Camping angesagt. Hier sitzt doch schon wieder einer mit der PTRD. Hinterm Baum hocken und sich verarzten. Anders kann's der Ruder nicht. Ja, das stimmt. Guck mal, da sitzt da, der Scharfschütze. Der meint, man sieht ihn nicht. Das ist die Legendary MP40. Niemand hat eine Chance. Granatenspam, das hilft nicht. Noch sitze ich hier, niemand entrinnt dem Tod. Na, mein Freund. Wieder ein T20. Ich sitze hier beim Spawn, Junge. Jawohl, jetzt hat er einen Headshot gekriegt. Ja, jetzt wird hier getrollt, Junge. Ja, wir haben Miro Roland erschossen. Ja, es tut mir leid. Ich kann ja nur schlecht beim T20 da unten rechts vorbeifahren. Ne? Ist ja, ne? Er schießt mir an den Rücken. Das ist ja das Problem. Man kann über links ganz schlecht flankieren. Wir schaffen es wieder nicht hier. Der Durchbruch, er kommt nicht. Zack, schräg immer anfahren. Wenn man gut rüberkommt. Ah. Halt drauf, Homo. Schieß, Junge. Da ist er doch. Warum? Warum schießt er denn nicht? Lass mich raten, ich bin der Einzige, der getroffen hat. Ja, ist ja normal. Der mit der MP dreimal schießt, der trifft. Und der mit dem dicken MG schießt, der trifft nicht. Guck mal, da haben wir Infanterie. Guck, guck. Alter, wenn jetzt hier schon wieder einer mit der... Hört ihr wohl auf? Es ist schon wieder an seinem T20. Ich kann jetzt nicht jedes Mal anhalten, weil er hier campt. Der fühlt sich getrollt und ich habe einfach auch noch was Besseres zu tun. So. Hier oben ist keiner. Warten auf Verstärkung, unter Druck setzen oder gehen wir suchen. Hinter mir war einer.
Links zwischen den Waggons. Halten wir erstmal die Stellung. Sehr gut. Ganz locker. Hab ihn gesehen. Unten, der kann noch nicht hochgelaufen sein, oder? Ich würde gerne noch einen Angriffsbefehl geben, wenn ich dazu komme. Wollen wir ein bisschen Partisanen kriegen? Lassen wir dem Gegner mal ein bisschen kommen. Kollegen ein bisschen helfen. Das ist die MP40. Niemand endet in dem Tod. Weg ist es. Ah, ich liebe mich mit dem Teil. Keiner Waffe habe ich mehr gespielt. Wenn ich mit der nicht gut bin, mit welcher Waffe dann? Legendary MP40. Ich will ein Medkit, Mann. I love it, my Medkit, Mann. Da-da-da-da-da-da. Wir haben hier nochmal 3 Schuss. Tschalalalalalala. Ah, campen wir wieder. Oh, ein Verstellschlüssel. Der campt immer noch mit seinem T20, ne? Das ist wie so ein Märchen, Junge. Hey! Mein Gott, ich habe gerade das First Aid verwendet. Danke. Sollte mal erst laut werden. Gegen 3, 5 gegen 2, 5 gegen 2. Können wir die holen? Oben. Einer, mindestens. Wie hat die Granate ihn denn jetzt geklatscht? Ich brauche erstmal Medkit. Medkit! Mir geht's gut. Nachladen. Lujan. Hier wird nicht weggelaufen. Panzerfaust gezückt. Medkits gezogen. Nicht raten, von da hinten wird wieder gesnipert. Oh, ganz mutige Entscheidung. Ganz dünnes Eis. Wieder angeschossen. 4 Schuss in der Waffe. Mosin-Revolver. Mal sehen, ob der drauf hat. Mal sehen, ob der es drauf hat. Gangstermäßig. Oh, scheiße. Man muss ja nachladen. Das ist jetzt aber dumm gelaufen. Natürlich Kopfschuss. Was denn sonst? Es wäre egal gewesen, ob ich nachgeladen hätte, weil es war eh ein Headshot. Was denn sonst? Ah, das ist herrlich. Aber 48 Kills, Junge. 48,7, Junge. Headshot. Wenn wir fallen. Oh, 19 Headshots. Na gut, mit der Legendary MP40 ist dann natürlich kein Ding, ne? Ah, ich bin ja heute auch gut drauf. Muss man auch zugeben, dann trifft man schon öfter mal den Kopf. Heute in bestechender Form. Wollt ihr mit? Ich überfahre sie nicht. Keine Sorge. Tschüss. So. Wagen geparkt. Stellung erstmal halten. Super duper, super duper Paratrooper. Schalalalalalalala. Dem geht's gut. So. Lass mich durch, ich bin Arzt.
immer einen auf den Pilz gebrannt. Ist hier wer? Und dann der Streit? Nein, gut. Kontrollpunkt wurde automatisch auf D1 verlegt? Wieso das denn? Wenn ich sage, wir müssen hier nicht den Trupp wechseln, dann müssen wir es nicht. Die Line. Paratrooper! Hunten! Ah, über den Haufen genatzt! Sehr gut! Von hinten erschossen! Wie immer! Standard! Na, sitzt da drüben ein Sniper drin? Nee, zur Zeit nicht. Nee, er hat's nicht gewählt. Jetzt hat er's gewählt. Bombe hoffentlich nicht auf mich. Danke. Sehr gut. Wunderbarer Flieger. So habe ich das gern. Sich selbst weggebombt. Starke Leistung. Wir verteidigen diese Stellung. Wir könnten noch einen dieser lustigen Angriffsversuche unternehmen. Aber ich habe immer Angst. Alter, wehe. Ich warne dich. Ich schreibe deiner Mutter, dass du ein kleiner Po-Loch bist. Wollt ihr mit? Eieieiei. Ich hasse es, wenn ich stehe mit dem Wagen. Da haben wir wieder einen Sniper gefunden. Ich wette auf PTRD. 5 Euro, PTRD. Ist hinten einer beim Punkt? Wehe nicht. Ich sah euch. Nicht dreh um. Drehen. Ich wusste es, wenn ich nicht da bin. 5 Minuten steht er da hinten und fühlt sich an der Eier. Und kaum bin ich weg, kommen die Russen vorbei und holen sich allein runter. Es ist einfach zu geil. Ne? Oh, der Roland ist weg. Oh, wie geil. Oh. Keine Sau hier. Komm raus, du Drecksack. Wo campt er? Lümmel. Sehr schön. Der hat auf mich gezielt. Tag. Wo sind die Gegner? Keiner da? Also ich werde das Medkit wahrscheinlich nicht nutzen, weil ich... ja, den Verstellschlüssel da deutlich sinnvoller finde. Weil man hat einen First Aid am Medkit. First Aid am Medkit. Er kennt's nicht. Nein, am Wagen. So, und da sehen sie wieder die russischen Camper. Ah, scheiße, eine Sekunde zu langsam. Sag, wenn man wieder die Leute trollt. Der eigene Mann gestorben. Na gut, ich kam da eh schlecht dran. Trotzdem. Ärgert mich immer, wenn andere Leute durch meine Dusseligkeit wieder sterben müssen. Nee, wir bleiben hier. Wir verteidigen jetzt hier. Natürlich, was war das denn? Ich war so schnell tot. Der hat noch nicht mal geschossen, dann war ich tot. Ach, nee. Oh, eine fast 50% Headshot-Quote. Es ist der Wahnsinn. Über 40%. Mein lieber Herr Gesangsverein, heute haben wir heute... Boah. Boah. 20 Headshots, Junge. Man könnte meinen, ich habe Aimbot an. Ah, nein. Hat er Skill? Nein. Er hat nur Shadowplay an. Deswegen funktioniert's. Ja, der Roland nimmt immer nur Spiele auf, wo er gut ist. Oh, scheiße. Das war nichts. Aber er ist weg. Und den hätte man jetzt mal haben können. Jetzt hat er angegeben, zack, kriegt er gleich wieder als Maul aufs Maul dafür. Ne, ich habe gerade auf O2 geachtet, aber es... Suchen wir nicht nach Ausreden. Das war nichts. Das macht nichts. Wir haben immer noch eine 5:1 KD. Wir können uns das leisten. Wir können auch mal zu leisten zu failen.
Tschüss. Wenn jetzt der Para wegschießt, ist mir das auch egal. Oh, den war. Ach komm, leck mich doch. Ist ja furchtbar. Schaffe ich es noch? Ich bin auch noch nach O2. Ich komme noch. Schiri. Ja, natürlich, auf mich wird geschossen. O2 wird nicht. Wozu wird O2 verteidigt? Ne? Wenn wir auf Hero Roland schießen können! Ja, am Ende haben wir ein bisschen getrabbelt. Ist aber egal. Komm, wir geben uns 4 Sterne, weil wir so toll waren. Die Russen haben auch gut verteidigt. Und es waren nicht so viele PTRDs dabei. Oh, ich bin Heilungsmeister. Oh. Ja, ich hätte gerne noch mehr eigene Leute geheilt, aber da das momentan noch nicht so jeder weiß. Ne? Aber ansonsten, schöne Sache, vor allen Dingen für die Leute, die einzelspielermäßig gut spielen können im Gebäude, ist das natürlich ist der Hammer, ne? Also man muss nicht rausgehen. Ich stehe ja gerne, wie oft habe ich es, dass ich draußen, dass ich im Gebäude stehe, kein Life mehr habe und dann eben halt mich drinnen heilen kann. Wie gesagt, ich habe hier die verbesserte des Medkit-Produktion. Es gibt ja 2 Teile, einmal das kleine und einmal das große. Empfehlenswert ist natürlich immer das große, weil man es mit hat. Ich muss aber sagen, so ein kleines reicht auch völlig aus. Das ist ja eins. Ne? Man kann sich das ja dann, glaube ich, irgendwo, glaube ich, auch aufmunitionieren. Ich weiß jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht probiert, ob ich dann mehr kriege. Ich glaube, das geht oder geht nicht. Ich muss ihn noch ausprobieren. Also das war jetzt erstmal mein zweites Spiel damit. Ne? Also ich habe das jetzt erstmal ausprobiert. Habe die Dinger erst mir zugelegt. Also jeder sollte sich davon das Ding zulegen, weil es ist einfach schön. Man kann die eigenen Leute heilen, ne? Und sich selber. Deswegen sehr zu empfehlen. Ne? Ich habe meins übrigens Seife getauft, weil es wie ein Stück Seife aussieht. Ne? Also ein super Update, eine super Entscheidung, ein paar First Aid reinzubringen.